vom Komitee zur Unterstützung der politischen Gefangenen im Iran. Who's kids? Der Tag der Arbeit ist kein Feiertag, es ist ein Kampftag. Heute ist der revolutionäre 1. Mai! Und Genossen, wir erklären uns solidarisch mit den Klassenkämpfen im Iran und weltweit. Der Widerstand der iranischen Klassen- und FreiheitskämpferInnen, die für eine Gesellschaft ohne Patriarchat, Kapitalismus und Fundamentalismus kämpfen, geht trotz der massiven Repression des Regimes weiter. Die Arbeiterbewegung kämpft trotz Corona-Pandemie, unterstützt durch die Frauen- und Studentenbewegung, gegen Entlassungen und Inhaftierungen von KollegInnen sowie für die Zahlungen ihrer noch ausstehenden Löhne. Liebe Genossinnen und Genossen, im gleichen Atemzug verurteilen wir die jahrzehntelange mörderische Präsenz der imperialistischen Staaten, die die Gewalt des Regimes im Iran unter anderem durch Dual-Use- und Waffengeschäfte fördern, sowie Daimler, Siemens, Heckler und Koch und weitere. Aber das ist nicht alles. Wir werden als Geflüchtete und Migrantinnen und deren Nachkommen auch hier in Deutschland diskriminiert, abgeschoben, im Billiglohnsektor ausgebeutet oder Opfer von strukturellem und alltäglichem Rassismus. Aus all diesen Gründen gehen wir am 1. Mai auf die Straße, unterstützen die internationalen und revolutionären Bewegungen und führen so ihre Tradition fort. Solidarität ist unsere Waffe in diesem Kampf. Freiheit für alle politischen Gefangenen weltweit. Hoch die internationale Solidarität. Komitee zur Unterstützung der politischen Gefangenen im Iran, Berlin, Prisons Dialogue. Das war die Grußbotschaft aus dem Iran. Lasst uns alle zusammen was zurückschicken. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die